Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute mal in einer neuen Kulisse. Wir sitzen hier, oder besser gesagt, ich sitze hier im Garten mit den Babys. Schaut mal. Oh, mein Mausi. Ja, heute gibt es eine Art Infovideo, Erklärungsvideo. Warum haben wir so viele Hunde? Die Frage bekomme ich tatsächlich öfter gestellt. Und ich werde auch so ein paar Fragen beantworten, die gestern bei Instagram reingetrudelt sind. Am Sonntag kommen die Welpen ja zu den neuen Besitzern. Nicht alle, aber davon erzähle ich gleich mehr im Video. Und ja, erzähle ich was über die Welpen, wie sie heißen und so weiter. Das ist geballte Ladung hier in diesem Video. Also ganz viel Spaß. So, fangen wir mal ganz vorne an. Wir haben aktuell 10 Hunde zu Hause. Davon sind 3 ausgewachsene Hunde. Hallo, hier sind die Welpen übrigens hier herum. Also nicht wundern, wenn die Kamera mal wackelt oder so. Die spielen hier nämlich so. Oh, okay. Das wird lustig. Wir haben aktuell 10 Hunde zu Hause. Davon sind 3 ausgewachsene und 7 Welpen. Von den 7 Welpen bleiben 2 bei uns. Das heißt, wir werden dann bald 5 Hunde haben. Oder, naja, bald. Ja, also von 10 auf 5. Und wie ihr wisst, wir haben die Sophie uns damals 2018 geholt. Hey, ich kann mal essen. Lucy, aus, aus. Also, wir haben die Sophie damals eben, glaube ich, April 2018 geholt von einem Tierschutzverein. Da war sie ein süßer kleiner Welpe. Und mittlerweile ist sie schon stolze 3 Jahre alt. Dann kam die Emmy zu uns. Die haben wir ganz frisch vom ersten Lockdown geholt. Die haben wir auch von einem Tierschutzverein. Und die Emmy ist jetzt schon 1 Jahr alt, also 1,5. Ein Jahr und ein paar zerquetschte Monate. Ja, und dann, wie der Zufall es so wollte, habe ich auf Instagram bei einer Freundin, also in der Story bei einer Freundin gesehen, dass sie einen Pflegeplatz für eine schwangere Hündin suchen, die Goldie. Ach, und ich habe mich sofort in sie verliebt, dann habe ich das Foto der Familie gezeigt und dann haben wir herum überlegt, was machen wir, sollen wir sie nehmen? Ah, warte, sie ist schwanger, wie können wir dann die Welpen wieder hergeben, das wird unser Herz brechen, bla 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 bla. Hin und her haben wir überlegt, tun wir uns das an. Wir haben ja schon 5 Kinder, wir haben viel zu tun. Ja, wir machen es, weil wir sind einfach so crazy. Und deswegen haben wir die Welpen, also wir haben die Goldie geholt mit ihren Welpen im Bauch. Da haben wir auch noch gar nicht gewusst, wie viele Hunde sie im Bauch haben wird. Und dann begann schon das Abenteuer. Trächtige Hündin. Die Goldie ist ein ganz liebevoller Hund. Sie ist circa 5 Jahre alt. Sie ist ein Golden Retriever Mix. Also genau weiß man es nicht, aber man sieht, dass sie halt so wie ein Golden Mix ausschaut. Sie ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner als ein Golden Retriever und sie ist ein ganz, ganz toller Hund. Sie ist wirklich ein liebevoller Hund. Sie hat sich super doll angepasst und auch die Hunde, also Sophie und Emmy, haben sie sehr schnell akzeptiert und sie ist Teil der Familie geworden. Wir haben sie sofort aufgenommen, das heißt, die Goldie gehört uns. Wir sind nicht nur ein Pflegeplatz für sie, sondern sie bleibt wirklich für immer bei uns und wir freuen uns sehr darüber. Wir haben ja gewusst, dass die Welpen kommen werden. Wir haben nicht gewusst, wann. Und ich glaube, so circa 1,5 Wochen bis 2 vielleicht, nachdem wir sie geholt haben, so circa kamen dann die Welpen bei der Geburt auch mitgefilmt. Für die Leute, die das wissen wollen oder nicht gesehen haben, ich verlinke es euch nochmal unten in der Infobox. Schaut es euch gerne an, es ist auf jeden Fall ganz, ganz toll mit anzuschauen. Und die Goldie hat das super gemeistert, außer bei einem Welpen, da war so eine kleine Sache, da habe ich mich erschrocken, der hatte mich nicht geatmet, dann wurde er blau, dann habe ich ein bisschen massiert und dann ging es. Also dann habe ich den Finger in den Mund hineingesteckt, damit er ein bisschen zur Luft kommt und dann ist alles gut verlaufen. Als die Welpen dann alle da waren, war das für mich so überwältigend, also von dem Gefühl her habe ich mich gefühlt, als hätte ich sie entbunden, so auf die Art hormonell, war ich komplett durch den Wind. Ich war glücklich und traurig zugleich. Ich habe nämlich ja gewusst, diese kleinen süßen Kreaturen, zu denen ich jetzt schon so eine krasse Bindung aufgebaut habe, die müssen ja irgendwann mal weg. Weil, naja, ich meine, wir könnten sie theoretisch alle behalten. Aber ich meine, stellt euch das mal vor, das wären zu viele Hunde, 10 Hunde. Man weiß da auch nie, ob die sich wirklich verstehen, dann wenn die dann ausgewachsen sind, charaktermäßig und so weiter. Also, das ist unmöglich. Und dann waren sie da so klein und haben alle wie so kleine Meerschweinchen ausgesehen, wie so kleine, weiß ich nicht, wie so kleine Ratten, Meerschweinchen, irgendwie so, oh mein Gott, so herzallerliebst. Und die Goldie, die hat sich so gut um sie gekümmert, das ist so, wie es in der Natur halt ist, sie hat
keine Sekunde aus der Kiste raus wollen. Also sie hat sie in der Wurfkiste bekommen, die wir für sie gebaut haben. Und sie wollte da nie raus. Also der Papa hat sie am Anfang sogar mit Zwang rausgetragen, dass sie mal Pipi und so weiter macht, dass sie auch mal ein bisschen was trinkt und damit sie was isst. Das war wirklich so arg. Also die Goldi, die wollte da gar nicht raus. Und sie hat sich am Anfang, also ihr müsst euch vorstellen, die Welpen kommen auf die Welt und die Mutter, die macht alles. Das heißt, sie stillt sie logischerweise. Dann regt sie durch das ständige Lecken auch den Darm an. Das heißt, die machen dann Kaki und sie isst das. Also jetzt für vielleicht einige ekelhaft, aber das ist halt so, ja, natürlich. Und die isst das. Das heißt, die Wurfkiste, die war richtig sauber. Und weil sie es halt, wie gesagt, immer mit dem Lecken hat sie sofort sauber gemacht. Und die ersten so, sag ich mal, so 3 Wochen, naja, 2 bis 3 Wochen, war fast nichts zu tun. Also nichts. Also das bisschen, das Einzige, was wir gemacht haben, ist ab und zu die Decken halt getauscht, weil ja die Goldi, die draußen war, Gassi war, halt natürlich ein bisschen Erde und sowas mit reingetragen hat, aber sonst war ja alles picobello sauber. Hehe! Diese kleinen Banausen hier, das sind die Übeltäter. Die spielen da nämlich, na, muss das genau hier sein? Ach, sag's euch. Ja, auf jeden Fall waren die ersten 2-3 Wochen kaum bemerkbar, dass da jetzt was anderes ist. Es war also überhaupt nichts zu tun. Danach hat natürlich der Spaß begonnen. So circa mit der 3., 4. Woche haben wir dann angefangen, die Welpen zu füttern. Die Goldi hatte da diesen Zeitpunkt, wo sie da nicht mehr in die Kiste so reingegangen ist. Also das heißt, sie hat sie nicht mehr so oft gestillt. Das hat man dann natürlich auch gemerkt, dass die Welpen dann hungrig sind. Es war für sie dann einfach zu viel. Und dann haben wir halt angefangen mit Nassfutter, also mit normalem Junior-Welpenfutter. Ja, natürlich könnt ihr euch vorstellen, mit der festen Nahrung ändert sich natürlich auch das Kaki. Die wird dann auch anders und da hat sich die Goldi auch nicht mehr so darum gekümmert. Das war dann mehr unsere Aufgabe. Aber das war auch dann die Zeit, wo die Welpen dann auch wirklich rausgekommen sind. So mit 4 Wochen haben wir sie schon langsam so ein bisschen ans Draußengehen gewöhnt, weil da haben sie auch schon angefangen zu gehen. Die Augen haben sich schon geöffnet, weil bis dato konnten die nur robben und sind nicht gegangen und auch nicht sehen. Das heißt, davor hat es gar keinen Sinn, die Welpen rauszutragen. Und mit den geöffneten Äuglein und dem Herumtapsen waren sie dann schon draußen. Das war dann richtig ein Abenteuer. Da hatte man wirklich das Gefühl schon, dass man Hunde zu Hause hat und nicht nur kleine Meerschweinchen oder so. Und dann haben sie schon draußen mehr und immer mehr Zeit verbracht. Und das hat auch perfekt gepasst mit dem Wetter. Stellt euch mal vor, es wäre Winter gewesen, dann wäre es schwieriger. So hat es perfekt gepasst, weil da war es war Frühling und es war einfach super schön. Man konnte einfach draußen mit den Hunden sein. Und sie haben sich jetzt mittlerweile, wo sie jetzt 8 Wochen schon sind, wirklich schon das so gemerkt, dass wenn wir rauskommen in der Früh, dann machen die alle mal Pipi und Kaka. Danach werden sie nochmal von der Goldi gestillt und dann gibt es Futter. Also das ist so richtige Routine bei ihnen. Das hat sich, glaube ich, auch schon richtig eingespeichert, weil über Nacht machen sie auch gar nicht mehr in die Wurfkiste. Das heißt, die Wurfkiste ist nur ein bisschen, also diese Einlagen, was wir reingeben, nur ein bisschen mit Pipi. Und das war es auch schon. Also das ist auch richtig toll. Ja, die Zeit mit den Welpen, das war, finde ich, eine sehr schöne Zeit. Für uns natürlich, aber auch für die Kinder eine super schöne Erinnerung, so etwas zu sehen und auch zu fühlen. Ich glaube, das ist einfach einzigartig und die Kinder werden sich hoffentlich ihr ganzes Leben daran erinnern. Als die klein waren, hatten wir Welpen. Und das ist, für uns ist es wie so, keine Ahnung, wie so, als wenn es die eigenen Babys wären. So, man liebt die so stark. Ich habe ehrlich gesagt richtig Angst und Panik davor, dass die dann jetzt in 2 Tagen weg sind. Und die meisten sind in der Nähe, mit den Besitzern habe ich Kontakt, aber trotzdem. Ne? Es war natürlich auch super viel Arbeit, die großzuziehen. Es ist natürlich, die letzten 4, 5 Wochen war schon viel zu tun. Immer da putzen, die Kaki wegmachen und da und hier und aber trotzdem ist es auch ein Segen. Die geben so viel zurück und sind einfach kleine, süße Wollknäulis. Die meisten von euch haben sich gewünscht, dass wir die Welpen auch vorstellen, sozusagen, wie es heißt, wie es ausschaut. Und ich werde das chronologisch nach Geburtsding machen, also nachdem sie zur Welt gekommen sind.
Das, meine Lieben, das ist der Louis. Das ist unser erstgeborenes Baby. Er ist ein Junge und er ist ein richtig, richtig großer Pranker. Ich sag's euch, der hat so große Tatzen. Schaut euch die mal an. Der hat so große Tatzen wie die Emmy jetzt und die Emmy ist schon ausgewachsen. Er schaut ein bisschen aus wie so ein Berner Sennen-Mix, oder? Also von den Tatzen auf jeden Fall, weil die haben unten, ganz unten halt so die Pfötchen weiß und hier oben braun und schwarz. Vom Kopf her jetzt nicht so wie ein Berner Sennen-Hund. Au, au, au. Das tut weh. Er ist aber ein ganz verschmuster Junge, ein ganz lieber Kerl. Ein richtiger großer, 5 Kilo hat er schon. Und was soll ich sagen, der Louis, den liebt der Papa ganz besonders. Aber wir lieben ihn alle, weil er hat wirklich eine ganz schöne Seele. So einen ganz schönen Charakter, den kann man wirklich fühlen. Auf jeden Fall kommt der Louis zur Freundin von der Lara. Also der ist ganz nahe bei uns hier im Nachbarort sozusagen. Er kommt zu einer Familie, die auch 5 Kinder haben und wirklich eine junge Familie, die ganz lieb ist. Und dort gibt es noch einen Hund, der ganz groß ist und ganz gemütlich. Also hatte Louis auf jeden Fall ja, einen Spielkameraden oder zumindest einen Hund. Schauen wir mal, der ist schon 7 Jahre. Ja, das war jetzt der Louis. Dann, wer kam dann? Moment. Peppa. Das ist die Peppa. Das ist ein Mädchen. Wie ihr sehen könnt, schaut sie ähnlich wie Louis aus. Sie hat auch so, ja, so braune Pfoten, hat aber keine weißen Pfoten. Und die Peppa schaut für mich, finde ich, aus wie so ein kleiner Schäferhund. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Peppa ein ganz süßes Mädchen. Das ist ein Mädchen. Die Peppa kommt zu einer ganz lieben Dame, die ist ein bisschen älter. Und die freut sich so abnormal auf die Peppa. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Plätzchen für die Peppa. Das ist eine Freundin von unseren Nachbarn und ja, es ist auf jeden Fall ein ganz guter Platz und ich freue mich für die Peppa. Oh, die kämpfen hier. Auf jeden Fall freue ich mich für die Peppa. Sie ist auch ein ganz liebes Mädchen. Peppi. Ja, das ist Peppa. Dann kam, wo ist unsere Lima? Lima! Wo ist Lima? Da ist Lima! Das ist Lima, meine Lieben. Das ist unser kleinster Welpe gewesen bei der Geburt. Und unser Mädchen, unser erstes weißes Welpi, was auf die Welt gekommen ist. Sie kommt nach Wien zu einer jungen Dame, die sich so unfassbar auf die Lima freut. Und ich sage es euch, das passt so sehr. Die zwei hatten so eine Chemie, als die uns besucht haben. Die Lima hat sofort bei ihr gekuschelt und geschlafen. Die Lima ist so ein herziger Wollknäuel. Schaut euch das an. Sie hat ein rosa Näschen, seht ihr das? Lima, du! Ich werde dich vermischen, Limi. Und die Namen haben übrigens die neuen Besitzer ausgesucht, ja? Damit ihr auch das so wisst. Also Lima kommt nach Wien. Und ich freue mich, ich hoffe, ich bleibe up to date und alle schicken mir immer Bilder, da kann ich sie euch auch zeigen natürlich. Ja, Lima ist ein Mädchen, wie ihr vielleicht euch denken könnt und die reißen hier gleich alles nieder. Dann kam, ich muss nachdenken, ich glaube das Schwarze, das letzte Schwarze, ich muss nochmal nachschauen. Das letzte Schwarze ist unsere Bella. Bei der Bella war ich weiß nicht, einfach irgendwie total verliebt von Anfang an. Ich habe zu ihr so eine Connection gespürt. War richtig traurig, als sich da eine Familie für sie ausgesucht hat. Und richtig glücklich, als die dann abgesagt hat, weil die haben gesagt, ja, ihr Sohn ist halt krank und sie können jetzt, wollen jetzt nicht und hin und her. Deswegen war ich dann so glücklich, sie will mich jetzt in die Nase passen. Auf jeden Fall, das ist unsere Bella. Schaut sie euch an, ist sie nicht zuckersüß? Wie ihr sehen könnt, hat unsere Bella auch braune Füßchen und ist ganz, ganz schwarz. Und sie ist so flauschig. Sie ist so schwarz, man kann ihr Gesicht fast gar nicht sehen. Schau mal in die Kamera, Bella. Den Namen Bella haben wir uns für sie ausgedacht. Also aus sofort, der ist uns eingefallen, weil sie so schön ist. Sie ist wirklich so eine schöne Maus, hat so ein schönes Gesicht. Und nach langem Hin und Her, wo ich nicht wusste, ja, sollen wir zwei Welpen behalten oder nicht, haben wir sie dann als zweiten Welpen dazu behalten, weil die Liebe zu ihr so groß war. Ich habe die schlimmsten Wochen erlebt, wenn ich mir vorstellen müsste, dass sie jemand holt, oder? Ich liebe dich so. Und sie hat eine ganz besondere Verbindung zu Sophie und Emmy. Die liebt sie so sehr, die zwei, weiß nicht, das ist einfach so, das sieht man, das ist einfach so eine Freundschaft für immer.
Jetzt muss ich nachschauen, wer als nächstes kommt. Ich habe es tatsächlich vergessen. Unsere Lucy kam dann. Moment. Lucy, komm mal her. Lucy, das ist meine Lucy. Die Lucy habe ich natürlich sofort ausgesucht, als sie geboren wurde, weil als da dieses Problem war, dass sie nicht atmen konnte, das war für mich, da haben wir unsere Herzen verschlossen. Ich habe sie das sofort in mein Herz geschlossen und ich wusste, die Lucy muss ich behalten. Ich kann doch meine Lucy nicht hergeben, die ich ja gerettet habe. Ich habe meine Lucy gerettet und die Lucy ist so eine Knutschbacke, die kommt immer kuscheln, wenn wir in den Garten sind. Die will immer kuscheln und bei mir liegen und weiß ich nicht was. Auf jeden Fall, ja. Lucy ist ein weißes Mädchen. Sie schaut so ähnlich wie ihr Bruder Louis aus. Wie ihr seht von den Ohren, die sind so lang und sie schaut mehr so wie ein Labrador auch, finde ich, aus. Also sie hat auf jeden Fall ganz andere Ohren als ihre Mutter. Eher so, wie gesagt, so lange halt. Und ja, sie ist ein ganz aufgeweckter Wirbelwind, wie ihre Geschwister natürlich. Jetzt schaue ich mal, wer als nächstes. Es war schon Nummer 5. Es kommt eigentlich Nummer 6 und Nummer 7. Nummer 6 ist die kleine Jessie. Jessie! Jessie! Komm her, Jessie! Da ist die Jessie. Yes, fein. Ja, fein. Das ist unsere süße Jessie. Schaut euch die Jessie mal bitte an. Sie schaut einfach aus, original wie Goldie, finde ich. Sie hat dieselben Ohren wie ihre Mama und sie ist so ein Fellknäuel. Bist du ein Fellknäuel? Ja, das ist die kleine süße Jessie. Bei der Jessie war das so, dass ich dann kurz bei dem kleinen Philipp war, als sie zur Welt kam. Plötzlich war sie da, als ich wieder aus dem Zimmer rauskam. Gell? Jessie, du hast das so toll gemacht, ganz alleine. Ja, das ist auf jeden Fall unsere kleine Jessie. Die Jessie kommt zu einer ganz lieben Familie in der Steiermark. Die haben einen riesengroßen Garten mit Pool. Da freust du dich, gell? Und ja, die Jessie, die wird dann nächsten Freitag geholt. Also mit der Jessie haben wir noch eine Woche zum Knuddeln. Und die hat sich so entwickelt, weil die hat so, ja, wie alle anderen, wie kleine Meerschweinchen ausgesehen. Aber jetzt ist es ein Knuffelbuffel. Ja, was soll ich sagen? Ich liebe einfach alle. Für mich sind sie kleine Unikante. Und dann kommen wir zum letzten, wo ich nicht mehr gewusst habe, kommt da noch ein Welpe oder kommt da kein Welpe mehr. Bei dem Geburtsvideo kann man sehen, dass ich dann einfach schlafen gegangen bin, weil ich gedacht habe, okay, jetzt ist aus. Und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, wartet kurz, war da unser kleiner Ingo. Das ist unser Ingo, gell? Da war plötzlich noch ein Wauwau. Da habe ich mir gedacht, na schau her, noch ein Bub. Unser erstes Baby ist ein Bub und unser letztes Baby ist ein Bub. Das ist der Ingo. Der Ingo ist auch so eine Knutschkugel. Das sage ich euch alle eigentlich. Er ist auch so ein richtiger Flauschbär, wie ihr sehen könnt. Der ist auf jeden Fall ein bisschen größer, schaut wie Jessie aus, aber halt ein bisschen größer halt als ein Mann. Und er kommt auch zu einer ganz lieben Familie mit 3 kleinen Jungs. Und die wohnen sogar bei uns hier in der Nähe. Also freue ich mich, dass der Ingo auch in der Nähe bleibt. Die meisten bleiben in der Nähe. Also das sind alles Leute, die hier in Nachbarortschaften wohnen. Nur die Jessie kommt halt in die Steiermark und die Lima nach Wien. Gell, Ingo? Freust du dich? Du bist sicher ganz toll geliebt. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig tolle Plätze für die Welpen gesucht. Und besser gesagt, die haben mich gefunden. Aber ich habe natürlich selektiert und ihnen ganz, ganz tolle Plätze ausgesucht. Und die Familien waren oft da, sie zu besuchen und freuen sich tierisch, die abzuholen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen beruhigter, wenn ich weiß, dass sie in tolle Plätze kommen. Ich werde jetzt noch so ein paar Fragen beantworten, die so bei Instagram gestern reingetrudelt sind, die vielleicht noch interessant wären. Wie heißen die Hunde? Das habe ich ja, glaube ich, jetzt schon gesagt. Mit was wir füttern? Ganz normales Welpenfutter. Wir füttern aktuell Pets Daily. Ich habe auch einen Rabattcode. Also für die Leute, die das interessiert, ich schreibe es mal hier unten rein. Werbung, weil ich es jetzt nenne. Aber dafür kriege ich kein Geld oder so. Also bitte nicht wundern. Dann ist hier eine Frage, welche Rasse sind in den Welpen? Das wissen wir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also wir wissen, dass die Goldie so eine Art Golden Retriever Mix ist. Kann man noch ein bisschen sehen. Aber was tatsächlich in den Welpen drin ist, kann ich überhaupt nicht sagen, weil ich den Vaterhund nicht kenne. Was ich so ein bisschen sagen kann, es könnte ein Berner Sennen Mix sein oder ein kleiner Schäferhund Mix. Ich habe keine Ahnung. Also wie ihr seht, alle Welpen sind fast unterschiedlich, außer die weißen. Die sind sich so ein bisschen ähnlich vom Flausch her. Außer unsere Lucy, die ist auch so Glatthaar. Sonst, Also wir haben 3 glatthaarige mit langen Ohren. Also die glatte Haare haben, haben auch lange Ohren.
Die anderen flauschigen haben kurze Ohren. Keine Ahnung, vielleicht wisst ihr, was da drinnen sein könnte. Könnt ihr es ja gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung. Dann viele von den Fragen habe ich eigentlich im Laufe des Videos beantwortet. Wann habt ihr den Kleinen erstes Mal Futter dazu gegeben? Das habe ich eh gesagt, so mit circa 3 bis 4 Wochen. Aber man muss da einfach schauen. Ich glaube, das kann man irgendwie so nach dem Gefühl entscheiden, wenn man sieht, aha, die Mutter, Hündin geht da nicht mehr so oft zum Stillen rein. Dann kann man das eigentlich schon ertasten. Und wenn die Welpen 3 bis 4 Wochen sind, dann schaffen sie es. Es kommt wahrscheinlich auf Rasse oder sowas an, ich habe da überhaupt keine Ahnung, aber wir haben es circa mit 4 Wochen und auch so sanften Einstieg mit so zermatscht mit, zermatscht mit Joghurt und Milch, also damit es wirklich einen ganz leichten, ja, Einstieg gibt und hier nicht so hardcore richtig Trockenfutter gleich, das würden die gar nicht schaffen von den Zähnen her. Aber mittlerweile, so jetzt mit 8 Wochen, schaffen die auch wirklich Trockenfutter zu knabbern und das ist überhaupt kein Problem, also vertragen alles sehr, sehr gut. Ja, Ersterstattung für Welpen, ja, Ersterstattung würde ich mal sagen. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein gutes Geschirr und ein Halsband, Spielzeug, definitiv viel, viel Spielzeug, wenn die Welpen halt unbeschäftigt sind und keine Beschäftigung haben, fangen die natürlich an, Sachen kaputt zu beißen und deswegen, um das zu vermeiden, kauft ihnen ein Spielzeug, legt ihnen das hin und oft rausgehen, sonst wüsste ich gar nicht, der ganze Bett, Napf und so weiter, das ist, glaube ich, logisch. Sonst fällt mir jetzt auch nichts ein. Wollt ihr weiterhin züchten? Das ist eine lustige Frage, weil wir sind ja keine Züchter, sondern wir haben eigentlich für einen befreundeten Tierschutzverein eigentlich nur das aus Tierliebe gemacht. Wir haben auch damit überhaupt keinen Gewinn. Die Welpen kosten natürlich etwas, wenn die abgeholt werden, aber das Geld, was ich quasi nehme, das gebe ich dem Tierschutzverein. Also ich habe davon 0 Euro, 0. Ich gebe das dem Tierschutzverein weiter. Der hat nämlich die Kosten mit dem Tierarzt, der hat den Tierarzt bezahlt mit dem Impfen, Chippen und also wie gesagt, ich weiß nicht, züchten. Mir wäre lieber ein Tierschutzverein, als Züchter wäre, weiß ich nicht. Also vielleicht machen wir es nochmal, aber schauen wir mal. Ab wann würdest du einen Welpen waschen? Ich glaube, das erste Mal waschen würde ich sie, wenn sie schmutzig sind, also so richtig, richtig schmutzig. Und das war bei uns, glaube ich, vor 1 oder 2 Wochen. Da haben sie sich angeschissen in der Wurfkiste, über Nacht. Das konnte man nicht so lassen, deswegen haben wir sie dann kurz geduscht und fertig die Sache. Also man muss nur aufpassen, immer die Ohren zuhalten beim Duschen, dass da kein Wasser reinkommt, damit sich keine Ohrenentzündung bildet. Aber sonst, man muss auch pH-neutral Shampoo verwenden. Ja, also lieber ein Hundeshampoo nehmen, also nicht jetzt irgendwas mit Parfum oder so, damit der Hund schön duftet. Lieber bitte was gut für die Haut ist. Und also man kann es halt mit Wasser und so. Wenn ein Hund dreckig ist, wenn er sich ankotzt oder keine Ahnung, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Als wir beim Tierarzt waren, haben sie sich auch schön angekotzt und da haben wir sie auch ein bisschen abgewaschen, weil kann man nicht so lassen. Ja, das waren so die meisten Fragen. Die meisten wollten tatsächlich eine Vorstellungsrunde sehen, wie die Welpen heißen, wie sie ausschauen und ja, ich werde sehr traurig sein. Ich hoffe, ich kann dich ein bisschen mitnehmen an den Tag, wo sie dann wegkommen am Sonntag. Also in 2 Tagen. Und wenn ihr das Video seht, sind die Welpen dann eh schon in den neuen Familien. Oh mein Gott. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Und falls es noch Fragen gibt, dann in die Kommentare damit. Und sonst danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.